Sergej Barbares vom HSV links für Bosnien und Mladen Krstajic von Schalke für Serbien und Montenegro. Ein demonstrativ gelassener und friedlicher Beginn eines besonders brisanten Nachbarschaftsduells. Insgesamt 5500 Sicherheitskräfte im Stadion im Einsatz. Krstajic ist Ausgangspunkt der ersten guten Aktion der Serben in Blau. Der öffnende Pass auf Koroman. Der legt ab auf Dulcay und die beiden Superoffensivleute Cigic und Mateja Kesman mit der frühen Führung. Ausgangspunkt das Überzahlspiel auf dem Flügel. Music alleine gegen zwei Angreifer und der Torinstinkt von Kesman gegen Barbares. Der Stürmer von Atletico Madrid trifft im vierten Spiel hintereinander für seine Nationalmannschaft und meistens zum 1:0. Bosnien-Herzegowina nach dem frühen Rückstand verunsichert und mit vielen Ballverlusten. Serbien und Montenegro schnell und direkt in die Spitze. Und Kesman immer beteiligt, wenn es gefährlich wird. Milenkovic von Lierse SK bekommt eine von sechs gelben Karten des Spiels. Und der Freistoß, Mladen Krstajic von Schalke 04 mit einem Spaziergang und einem zu platzierten Schuss. Und auch hier hat Nikola Cigic von Roter Stern Belgrad die Fußspitzen noch dran. Ein ganz gefährlicher Stürmer. Bosniens Kapitän Sergej Barbares als Libero ohne Anspielstationen nach vorne und sofort kommt der Ball zurück. Und das bekannte Bild, Kesman wird gefoult. Und Serbien mit dem nächsten Freistoß. Djordjevic diesmal von Olympiakos Piräus. Und Kesman als Verteidiger und Verhinderer von Vidic Tor. Der Schiedsrichter aus Griechenland zur Halbzeit, er hatte keine Probleme mit der fairen Partie. Auch nach dem Seitenwechsel Bosnien-Herzegowina ohne klare Linie. Krstajic und seine Hintermannschaft ohne Probleme. Die meisten Chancen eingeleitet durch Fehlpässe. Und dann geht's schnell und direkt nach vorne. Zvonimir Vukic gegen Emir Spahic. Und das ist Elfmeter, vorausgesetzt der Schiedsrichter pfeift. Ganz klar, der Bosnier trifft nicht den Ball, aber die Füße des serbischen Angreifers. Eine klare Fehlentscheidung. Und die hält Bosnien im Spiel, Mitte der zweiten Hälfte. Die Bosnier mit ihrer besten Phase. Der erste Torschuss überhaupt nach einer guten Stunde und aus gut 35 Metern vom Turiner Vedin Music. Er spielt beim AC Turin in Italien. Bosnien mit mehr Ballkontakten und die letzten knapp 10 Minuten mit einem Mann in Überzahl. Vidic war bereits verwarnt, sieht hier die gelb-rote Karte. Die letzte Chance des Spiels resultiert direkt aus dem anschließenden Freistoß. Auch Sergej Barbares jetzt als hängende spitze Fahne. Ihn hält nichts mehr in der Abwehr. Und Hasan Salihamidžić vom FC Bayern München. Der Schuss zu unplatziert und das Ende der WM-Träume für Bosnien. Serbien und Montenegro feiert verdient und ist nächstes Jahr in Deutschland dabei.